So, und ihr wollt ja bis Sonntag bleiben. Hallo erstmal. Ja, servus. Servus. Und ihr wollt bis so lange, wie es nötig ist, bis wenigstens ein Stück weit irgendwie Zugeständnisse gemacht werden. Bis jetzt machen sie ja gar nichts. Okay. Außer runterkommen und meckern, weil angeblich die Feuerstelle zu viel Rauch verursacht oder weil die Abgase der Schlimmer wurden, die Büroleute hier stören. Ich habe dann angeboten, okay, wir können ja helfen irgendwie beim Umziehen, dass wir die Büros, die hier vorne sind, die verlagern wir dann nach hinten irgendwie, aber das wollen die auch nicht, dass wir da helfen. Ja, brauchen ja nur ihre Unterschrift untersetzen und endlich sagen, nach Deutschland kommt nur noch das an Lebensmittel rein, was nach unseren Standards produziert wurde. Dann sind wir ja nicht mehr da, dann passt alles. Okay. Wir wollen doch nur europaweit einheitliche Standards. Dann nur noch das, dass nach Europa nur noch das reinkommt, was nach unseren Standards produziert ist. Und ein paar Einfuhrstopp, fertig. Das hilft der Umwelt, das hilft den Bürgern in Europa, das hilft jedem Verbraucher, das hilft jedem Landwirt. Eigentlich ist doch das, was die Politik machen sollte oder machen müsste. Politiker sind doch eigentlich fürs Volk da und nicht für ein paar wenige Lobbyisten und für ein paar wenige Großkonzerne. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, ihr steht jetzt heute hier und was können aber denn unsere Zuschauer dann zum Beispiel machen? Gib doch mal einen Tipp den Zuschauern, denn du musst sehen, da sind Unielekte, die wissen gar nicht Bescheid, dafür sind wir ja da. Regionalität ist absolut wichtig, egal ob Bio, Kunst, egal was für Produkte, auch wenn es Möbel sind oder egal was, jeder Bereich im Leben. Regionalität, dass die Wertschöpfung immer dort vor Ort bleibt. Dinge dort produzieren, wo sie auch verbraucht werden und nicht um die halbe Welt kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Gut. Leben ohne Fußabdruck ist nicht möglich, das geht einfach nicht. Aber wir sollten ja alle bestrebt sein, irgendwie so wenig wie möglich zu machen oder Abdruck zu hinterlassen. Und wenn das ist ja logischer Menschenverstand eigentlich, und wenn das in der Politik keine Rolle mehr spielt, aber angeblich wollen wir alles schützen und ja, aber wenn wir hier alles kaputt machen und dann holen wir alles von woanders her, was ist dann besser? Hier haben wir keine Abdrücke, dafür machen wir woanders tausendmal größere. Was soll denn der Scheiß? Ja. Anders kann es nicht mehr sagen. Und das kapiert ja mittlerweile jeder. Und gestern hat sie sich ja selber verraten und hat es ja offenkundig gesagt. Ja. Welche Person aus dem Gebäude ist denn dafür zuständig und warum kommt kein Diskurs zustande? Die Chefin ist ja die Frau Julia Glöckner, ist unsere Bundeslandwirtschaftsministerin und Verbraucherschutzministerin. Sie war ja gestern zweimal da, gestern Mittag und auch gestern Abend. Es hat ja dann auch einen Livestream gegeben, also man hat jetzt ja alles live verfolgen können. Also Landwirte haben Fragen gestellt, zum Teil sind sie beantwortet worden, zum Teil ist nicht beantwortet worden, zum Teil ist ausgewichen worden. Ja, immer das, was wir die letzten anderthalb Jahre auch schon hatten, immer Gespräche, aber einfach keine Ergebnisse. Es wird sich abgegrenzt. So, jetzt die grenzen sich im Prinzip ab, ja? Ja, es könnten doch jetzt, warum schicken die keine Delegation raus? Zum Beispiel Thema Düngeverordnung. Oder zum Beispiel Thema Tierschutzhaltungsverordnung. Oder zum Beispiel Thema gerade jetzt europaweit einheitliche Standards. Könnten die doch jetzt zum Beispiel hier einen runden Tisch aufbauen oder uns einladen? Da sitzen wir kurz zusammen, wir sagen, was wir wollen. Das haben sie ja eigentlich alles schon über die Pressemitteilungen, über die ganzen anderen Sachen, die wir so schon zusammengeschrieben haben. Und dann gehen wir miteinander durch die einzelnen Punkte. Die sollen Vorschläge machen, wir machen Vorschläge. So könnte man doch zusammen machen. Einfach mal wieder Politik machen mit den Leuten, die betroffen sind. Und nicht einfach, wissen Sie, es gibt in Deutschland so viele Universitäten, Hochschulen und so weiter und so fort. Die machen ständig Versuche, da kommen Ergebnisse raus, also wissenschaftliche Ergebnisse, wo von renommierten Professoren und anerkannten und so weiter gemacht werden. Ja? Das sind Zahlen und Fakten, die stehen ein. Das ist einfach so. Das kann ich nicht ändern, können die nicht ändern, kann der liebe Gott nicht ändern, und der hat so gemacht. Ja. Warum machen die aber nicht die Politik nach den Fakten und nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen? Warum muss ich ein Gewässer randstreifen? Ufer. Ein Ufer, ja, so halt. Warum muss ich quasi Abstand halten vom Gewässer? Ist mir logisch, damit das Gewässer nicht verunreinigt wird. Ja, okay. Aber warum darf dann die Kläranlage zum Beispiel Nitrat einleiten und so weiter und so fort? Das passt doch nicht. Warum wird immer mit tausenderlei Maß gemessen? Warum? Tja. Das ist die Frage, die stellen wir uns auch. Ja. Du hast ja dann wenigstens einen Überblick, wie viel ihr denn insgesamt. Ja, ich habe ja morgen mal was gehört von der Polizei, dass ca. 600 Schlepper seien. Ja.
natürlich immer verteilt. So, hier ist heute nicht viel los, weil gestern war ja hier Hauptaktion, heute eher im Bundesumweltministerium. Und dann ist ja noch der große Cursor quasi in Berlin unterwegs, also es ist halt verteilt deswegen. Ja. Aber wie gesagt, 600 und dann halt noch die Leute, die mit dem Auto oder mit Öffentlichen hier sind. Ja. Okay, habt ihr denn ich schätze, es waren um die, vielleicht sind es insgesamt 800 Aktivisten oder 800 Bauern, die jetzt da sind. Aktivisten, nur falsche Worte. Nein, schon richtig. Dann, was ich auch feststelle, deswegen Entschuldigung, wenn ich am Anfang vielleicht so skeptisch war. Kein Problem. Du bist hier am Feuer, am Grillen und dann kommt plötzlich halt einer mit einem Handy oder mit so einer komischen Kamera an. Und dann plötzlich läuft irgendwo ein rein, bietet dir einen Kuchen an und dann sagst du noch Dankeschön und drehst dich um und siehst dann, wie das zum Beispiel wie deine DDR-Fahne auf dem Rücken drauf ist. Oder du musst so aufpassen und vorsichtig sein. Bei apropos dem, DDR-Fahne, wo kommst du denn her genau? Ich komme aus Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, schönes Land. Ihr habt auch einen sehr schönen Ministerpräsidenten. Ja, ihr habt ja auch einen sehr schönen Ministerpräsidenten. Ja, der, ja. Da kann man mit unserem Ministerpräsidenten hier in Berlin gar nicht Schritt halten. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Wir sind zufrieden mit ihm, ja, denken wir da auch. Denn. Als Landesvater ist Winfried nicht ganz schlecht, ja. Ja. Aber für die Bauern sollte er halt ein bisschen mehr übrig haben. Ja, ja, das wird sich auch bald ändern, wie gesagt. Ich sehe euch, dass ihr großen Erfolg haben werdet. Habt ihr denn noch eine große Aktion geplant jetzt irgendwo? Irgendwie. Möchte ich leider jetzt im Moment noch nichts dazu sagen. Na, ist okay. Ja, ja, was sagt denn in diesem Jahr das Frühstücksfernsehen dazu? Also ich habe seither nichts mehr gehört von den Herrschaften aus dem Frühstücksfernsehen. Leider nicht. Hätte mich sehr gefreut, wenn ich da mal eingeladen würde, aber bis jetzt nicht. Komm, mach mal ruhig noch mal einen Aufruf. Wegen Frühstücksfernsehen noch einen Aufruf, aber mach mal den hier kurz. Kannst du den kurz machen? Was für ein Aufruf? Sat.1 Frühstücksfernsehen. Wir sind wieder in Berlin, noch sind wir hier. Wir warten auf die Einladung. Das ist allgemein etwas, was ich sagen muss. Wir sind ja jetzt hier in Berlin, schon seit Dienstag eigentlich da. Warum kommen keine, die mich recht lieben, hierher, so mit uns reden? Gestern, als Julia da war, war dann plötzlich ein Team von Reuters da. Aber so wirklich, wenn man zu Hause telefoniert, warum kommt nichts in den Nachrichten? Warum wird nichts gesendet? Ich verstehe das gar nicht. Von der Tagespresse? Keiner hier? Ich habe nur so Sachen gehört, dass hier angeblich irgendwie Nazis da sind und Reichsbürger und Gewalttäter und keine Ahnung. Das habe ich halt so in manchen Pressemitteilungen gelesen, da von der, was war das? Wollen wir keine Werbung machen. Ist jetzt egal. Aber auf jeden Fall, ihr könnt ja selber schauen, wo sind hier die schlimmen Leute. Ja. Okay. Steffen, danke erstmal. Recht schön, danke. Wie gesagt, bleib gesund. Worte, ja. Du bleib gesund. Und viel Erfolg. Dankeschön. Euch auch. Okay, bis dann. Jawohl.